So, hallo zusammen, mein Name ist HeyKXE, ich bin mit High Master Terran und ich bringe euch heute einen sehr, sehr kurzen Guide zum SV-Stacking. Und zwar geht es dabei im Endeffekt darum, dass ihr auf diesen am nächsten liegenden Mineral Patches jeweils zwei SVs haben werdet. Und der Vorteil davon ist, dass ihr schneller Minerals sammelt natürlich, weil die SVs eine kürzere Strecke zurücklegen müssen, wenn sie hierher hin und her laufen, als wenn sie hier hinlaufen müssen, diese Strecke eben. Und es bringt euch in etwa ein bis zwei Ingame-Sekunden Vorteil. Und wie man hier sieht, habe ich es wunderbar gemacht. Auf den vier Patches sind jetzt jeweils zwei SVs. Und das macht ihr so, dass ihr ein SV darauf rallyt. Oder wenn ihr zum Beispiel hierhin geht, nachdem er die Minerals abgegeben hat, ihn dann auswählt und Rechtsklick auf zum Beispiel diesen Patch hier spammt. Das Wichtige ist, dass ihr es wirklich extrem schnell spammt, denn es kann ansonsten sein, dass er zwar rangeht, weil der andere weggegangen ist, aber nicht in genau dem Moment, in dem der andere SV weggegangen ist. Und deswegen werden die Laufwege dann asynchron werden und sie werden sich wieder von dem Patch lösen. Der weitere Vorteil ist natürlich neben den 1 bis 2 Ingame-Sekunden, die ihr da rausholen könnt, dass ihr das Supply-Block am Start relativ einfach damit umgeht. Denn das Depot wird exakt fertig, wenn der SV auch fertig wird. Und okay, nicht ganz genau, aber doch ein wenig früher als sonst. Und das 13. Supply-Block umgeht ihr damit komplett. Des Weiteren, wenn ihr einen 14er Depot-Block spielt, zum Beispiel im TBP, bei einer One Rex FE oder einem Gas Opening, dann könnt ihr damit natürlich auch die eine oder andere Sekunde rausholen. Und das kann dazu führen, dass ihr die Scouting Probe zum Beispiel blockt. Des Weiteren habt ihr ja normalerweise das APM-Spam im Early Game. Und warum dem Ganzen quasi nicht einen kleinen Sinn geben und das Ganze eben so sinnvoll zu kombinieren? Eine andere Sache, auf die hingewiesen werden kann, ist, dass ihr eben auch darauf achten müsst, dass zum Beispiel auf diesen Patches dann insgesamt vier SCVs sind am Anfang und ihr keinen fünften hier hin rallyt, weil ansonsten ist natürlich einer auf dem Patch und dann wollen wir keinen haben. Das andere ist, dass ihr teilweise gerade mit einem SCV, was jetzt hier nicht der Fall war, ich glaube, es ist der 8. SCV, der rauskommt. Bevor der rauskommt, müsst ihr mit einem, den ihr hierhin gerallyt habt, einen Wegpunkt setzen und den dann quasi hierhin rallyen. Dann den nächsten SCV in Auftrag geben und den dann wieder auswählen und draufklicken. Das werdet ihr aber selbst ja, früh genug merken. Ein anderer letzter wichtiger Aspekt ist, dass bevor ihr splittet, beziehungsweise beim Splitten, beim Startsplitten quasi, das sieht man jetzt gleich nochmal, wenn ich restarte. Es ist wichtig, dass ihr die SVs auch wirklich splittet. Ob es jetzt 4 und wie hier in diesem Fall 2 sind oder 3-3, ist relativ uninteressant. Wenn ihr allerdings alle 6 zum Beispiel auf diesen Mineral Patch hier schickt, dann schadet ihr euch fast so viel, wie das euch der richtige Split quasi bringen würde. So. Zum Abschluss noch eine ganz kleine Ankündigung und zwar wegen des Streams. Gestern ist meine Maus kaputt gegangen und ich muss erstmal warten, bis eine Ersatzmaus kommt. Soll angeblich morgen kommen. Generell bin ich wahrscheinlich Mittwoch unterwegs und muss jetzt erstmal wieder noch ein bisschen ins Makro reinkommen. Deswegen wird der Stream voraussichtlich Donnerstag passieren. Kann leider auch passieren, dass es auf das Wochenende verschoben wird. Das muss ich sehen. Gut, vielen Dank fürs Zugucken. Das kleine kurze Video hier. Achso, wegen des eigentlichen, ja, wegen der eigentlichen Entscheidung bezüglich kürzerer oder längerer Videos habe ich noch nicht ganz entschieden. Werden aber wahrscheinlich kürzere Videos werden. Von daher wollte ich euch das auch nochmal wissen lassen. Wie gesagt, ein Like und Comment würde mich sehr freuen. Schaut auf meinen Blog rein. Da gibt es noch eine News, bevor das nächste Video kommt. Und von daher, bis dahin, euer Forsaken. Vielen Dank fürs Zuschauen.